Hallo ihr Lieben, ich wollte euch noch ein bisschen was sagen zu The Social, wo ich gestern war. Und sobald ich anfange zu sprechen, kommt hier diese Katze, die ich gerade füttern bin, an. Aber ist in Ordnung, ich schneide hier nur ein Video. Ich war nämlich ein bisschen durcheinander. Es tut mir übrigens mega leid, dass ich so fertig aussehe. Ich bin einfach, ja, Jetlag. Oh du, Jetlag lässt grüßen. Und so war ich auch gestern Abend. Dieses ganze Bedroom-View-Video-Ding, das wird auf jeden Fall besser. Also ich hoffe, so eine schlechte Qualität wie durch das richtig dunkle Licht gestern Abend haben wir dann bald nicht mehr. Das ist wirklich nur, weil das einfach, es war super spät in der Nacht. Ich wollte nicht einfach noch in die Küche gehen und dann irgendwie andere Leute aufwecken, weil ich da irgendwelche Videos mache und Helllicht anmache. Deswegen, ja. Sorry for that. Aber was ich euch noch sagen wollte, ist, dass ich die Sorten so ein bisschen durcheinander gebracht habe. Ich hatte 3 Sorten gestern Abend. Eine davon im ganzen Pint. Oh nein, ich habe alles zugemacht. Meine ganze Browser-History. Okay. Blöd. Sehr blöd. Aber ich glaube, ich krieg's noch zusammen. Wir hatten Double the Dough. Und das war Cookie Dough, der quasi in die Eisbasis reingemacht ist, mit Schoko-Cookie Dough, Stückchen mit Schokolade drin, also Chocolate-Chip-Cookie Dough. Und oh boy, oh girl, das war richtig krass. Und dann hatte ich noch einen Becher mit halb-halb, einmal mit dem Morning in Paris, das ist eine Croissant-Infused Ice Cream Basis. Also die haben quasi in die Basis Croissant reinpüriert und dann Erdbeerstrudel drin und schaut euch einfach das Video an, crazy. Aber leider haben mir ein Stückchen gefehlt. Ich glaube, so Sugar Cookie Dough könnte ich mir darin richtig gut vorstellen. Und dann gab es noch unten drunter, oh, Captain My Captain. Und das war eine Captain Toast Crunch Cereal Basis, die da, also da habe ich quasi Captain Toast Crunch rein, nicht ich, die haben da quasi Captain Toast Crunch rein, ich weiß nicht, ob püriert oder auch nur gesteept, also eingeweicht und dann durch ein Sieb. Auf jeden Fall, das war die Basis und die war auch wirklich gut, hat so diesen typischen Custard-Geschmack gehabt, jetzt nicht so krass nach Cereal, aber schon. Aber was man vor allem geschmeckt hat, und deswegen habe ich, glaube ich, das Cereal-Milk-Ding auch nicht so daraus geschmeckt, war, dass sie Fruity Pebbles drin hatten und die sollten so in weiße Schokolade gehüllt sein. Das machen wir auch bei uns. Hat hier nicht so ganz funktioniert. Ich habe nämlich von der weißen Schokolade im Video gar nichts mitbekommen. Bisschen komisch. Ich weiß nicht, weil wir nehmen die immer extra dafür, dass die Stückchen besser zusammenhalten. Das, wie gesagt, hat hier irgendwie nicht so funktioniert, finde ich. Aber wenn man diesen künstlichen Geschmack von diesen super bunten Fruity Pebbles mag, dann ist das auf jeden Fall ein Eis für euch. Man schmeckt halt Fruity Pebbles und jetzt nicht irgendwie Cap'n Crunch groß raus, finde ich. Und es ist sehr süß gewesen. Und wie gesagt, die weiße Schokolade ist untergegangen, hat für mich den Effekt, den sie eigentlich hat, dass es irgendwie das so zusammenhält, nicht so erfüllt. Aber trotzdem richtig geil, ich eine Reihenfolge festlegen müsste, wäre an erster Stelle das Cookie Dough, weil wie gesagt, schaut euch das Video jetzt an. Dann das mit den Captain Crunch Cereals, oh, Captain My Captain, und dann das mit Morning in Paris. Morning in Paris ist aber richtig gut, das ist so wirklich Eiskunst, so wie das schmeckt, richtig fein abgestimmt und krasser Geschmack der Basis, aber mir fehlen halt Stückchen, ihr wisst, Chunks, Name bei unserem Laden ist Programm, das brauche ich immer, deswegen ist das so mein Rating, ich werde alle anderen auch noch probieren. Ich hatte noch The Old Ball Game und da war Popcorn in der Basis drin, voll crazy, es ist so schwer, Popcorn-Geschmack in Eis zu bekommen, das hat da super funktioniert. Hab mich mega überrascht. Peanut Brittle war drin, was noch richtig crunchy war. Kann ich euch absolut empfehlen. Und dann hatte ich noch Salty Malty Peanut Butter irgendwas. Das war auch gut. Weiß ich nicht, ob ich mir den ganzen Behind von holen würde. Ich werde auf jeden Fall noch Ouya Gouya holen, weil das ist quasi die abgedatete Version von dem Ouya Gouya Butter Cake von Ample Hills damals. Das war, glaube ich, Vanillebasis mit Gouya Butter Cake und Karamell. Und hier ist es jetzt nicht eine Vanillebasis, sondern die haben Gooey Butter Cake in die Basis reingemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Konzept von The Social, dass die fast bei allen Sorten einen Teil der Mix-Ins in die Basis reinpüriert haben. Und das finde ich total cool. So das ist deren Signature-Ding. Und genau, ich schneide jetzt mal das Video. Guck, diese Katze hier, die braucht, sobald ich anfange zu reden, kommt die an. Die ist, glaube ich, ganz einsam. Die ist, glaube ich, ganz einsam. Aber viel Spaß beim Video. Wie gesagt, das nächste Mal hoffentlich nicht in so einem dunklen Szenario. Hallo Leute, ich habe meine geliebte Ample Hills Mütze aufgeworfen, weil ich gerade zu The Social laufe. Ample Hills ist ja bankrott gegangen und mussten für richtig wenig Geld verkaufen. Jackie und Brian, die tollen Besitzer, wenig Geld verkaufen damals.
jetzt während des letzten Lockdowns, aber es hatte gar nichts damit zu tun. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum neuen Laden The Social, der auch ziemlich genau wie unser Laden aufgemacht hat. Ja, letzten Sommer oder diesen Sommer. Und ich freue mich so sehr. Ich bin so gespannt, weil Ample Hills ist ja so meine Rieseninspiration. Und wenn das nur ansatzweise gut wird, wahrscheinlich sogar noch besser. Also Take Two, dann wow. Deswegen zur Feier des Tages die alte Ample Hills Mütze, die es so nicht mehr gibt. Die habe ich gerade dem lieben Herrn geklaut hier. Das ist nämlich eigentlich seine. Wir hatten die beide. Und ich habe meine natürlich verloren. Insofern, ja, ich freue mich, das jetzt gleich zu probieren. Sorry, dass es so dunkel ist. Es ist halt schon früh dunkel im Winter. Es ist so kalt. Hey. Hallo ihr Lieben, heute gibt es so richtig oldschool-mäßig ein Video, quasi auf der Decke, als Night Snack, und zwar von The Social in Brooklyn, Morning in Paris, beziehungsweise Captain oder so heißt es, glaube ich. Ich bin wirklich super gespannt. Es ist das erste Mal, dass ich irgendein Eis von The Social esse. Das sind die Gründer von Ample Hills. Ich habe es ja gerade schon kurz im Laden gesagt, dass jetzt nicht mehr denen gehört, weil die bankrupt gegangen sind. Und dann haben sie ihr eigenes Ding nochmal neu aufgemacht. Also mega mutig auch nach so einer Sache. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut, weil Ample Hills so eine Inspiration für mich ist. Und ja, ich glaube, The Social sagt alles, was den Laden ausmachen soll. Und so süß war er auch auf jeden Fall. Ihr seht so richtig Brooklyn. Den ging es ja schon immer so um Community und sowas. Und das sieht man auf dem Pint umso mehr. Das sind wirklich so die typischen Brooklyn-Häuser. Das Neighborhood, wo die auch drin sind. Und hier steht auch, dass sie ihren nachbarschaftlichen Laden in Brooklyn vor Jahren aufgemacht haben. Aber 2020 mussten sie komplett neu anfangen, wie viele Menschen auch. Und sie haben aber niemals aufgegeben in Brooklyn. Und, ja, dann geht es noch um die Magie der Stadt und die Kraft der Menschen zusammen und wie Eis alle irgendwie zusammenbringen kann. Und das alles wollten sie in einem, ja, Ort quasi wieder transportieren, und zwar in diesem The Social, was sie jetzt aufgemacht haben. Und ja, dass quasi alle Menschen, die dort sind, die Welt wieder durch die Augen des Kindes sehen können. Und das sind Jackie und Brian, die zwei, die hier unten auch zu sehen sind, mit dem Eis anstoßen. Und ja, ich glaube, es ist einfach so süß, das ganze Artwork. Wie gesagt, Morning in Paris, das ist, glaube ich, ich werde euch gleich mal die Beschreibung einblenden, mit Buttercroissant und Marmelade. Genau so ein Eis habe ich auch schon mal vor über einem Jahr gemacht. Und jetzt haben die es als Sorte. Ist so cool. Vielleicht machen wir das bei Chunks auch irgendwann mal. Und dann Captain O' Captain. Das ist quasi mit Captain Crunch Cereal eine Basis, die, wo das richtig drin eingeweicht und reinpüriert ist. Und dann noch so einen gebackenen Crunch, glaube ich, davon. Wir werden es gleich überraschen lassen. Ich habe es selbst tatsächlich noch nicht im Laden probiert. Also alle beide Sorten, die ich mir geholt habe, habe ich im Laden noch nicht so probiert. Ich wiege den Becher nochmal kurz und dann machen wir es richtig auf. So, 450 Gramm tatsächlich. Oh, das sieht aber nicht so schön aus. Na gut, das war ein Handpack-Pint, aber trotzdem ist in Ordnung. Ich hoffe, es schmeckt gut. Man sieht auf jeden Fall schon den Erdbeerstrudel. Der sieht sehr rosa aus. Übrigens genau 450 Gramm, dieses Becherchen hier. Das sind 473 Milliliter, würde ich sagen, von der Größe her. Maximal 500. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die Basis. Ist auf jeden Fall auch Custard-Eis. Oh wow. Also ein leicht, hat echt so einen butterigen Geschmack. Schmeckt übelst die Buttercroissants raus. Wow. Der Erdbeerstrudel ist da. Nicht zu krass. Also es übertüncht nicht den Geschmack von dieser Croissant-Basis. Schmeckt wirklich original, wie wenn man ein Buttercroissant mit frischer Erdbeermarmelade drauf isst. Könnte sogar fast noch ein bisschen mehr nach Erdbeer schmecken, aber dann würde vielleicht gerade das passieren mit dem Übertünchen. Insofern alles gut. Kann auch so Chunks. Ich habe mich vertan, da kommen gar keine. Doch, so ein paar hier, so ein paar kleine Bröckelchen. Krass. Es ist wirklich so Fettgebäck-Croissant ist. Ich hoffe, hier kommen noch irgendwie Chunks. Wenn nicht, dann dachte, dass hier Chunks drin sind. Aber für Buddler ist das nichts. Also, wie gesagt, das ist eine Sorte, die ich auf jeden Fall als Kugel wiederholen würde. Bin sehr gespannt auf dieses Captain O' Captain, was da noch unten drunter ist. Aber es ist einfach so heftig, wie der Geschmack von Buttercroissant da drin ist. Es ist, als würde man, es ist wirklich so, als würde man Butterfrühstückscroissant in Eisform essen. So crazy. Ich meine, schaut euch das an. Das ist schon echt nice.
Und jetzt sind wir tatsächlich auch an die Basis hier gekommen. Mit, das sind tatsächlich Fruity Pebbles offensichtlich und der Captain Crunch Basis. Ich bin sehr gespannt auf die Basis selbst. Mehrere Gedanken auf einmal. Super cremig. Ich schmecke nicht ganz so viel Captain Crunch raus, weil Fruity Pebbles einfach so intensiv und künstlich immer schmecken. Das ist ja sowieso so, dass die alles übertünchen. Und es könnte noch mehr so Rice Krispie Treats mäßig sein von der Konsistenz. Es ist so ein bisschen, könnte mehr karamellisiert sein oder halt wirklich mehr wie Rice Krispies so in einem Stück. Aber irgendwie hat es trotzdem was. Vielleicht Cornflakes nicht so, mögen es vielleicht nicht was. Und ihr müsst diesen super künstlichen Fruity Pebble Geschmack feiern. Persönlich feiere es tatsächlich sehr. Sowohl das Künstliche als auch dieses Aufgeweichte. Es sind wirklich nicht zu wenige drin in den Fruity Pebbles. Das ist eine Sorte, die ich lieber als Kugel essen würde tatsächlich. Mega. Ich kann auch gar nicht sagen, welche ich mehr mag. Die alle auf ihre eigene Art und Weise besonders sind. Aber die hier ist schon sehr süß. Ich glaube, die andere finde ich so von der Kunst her besser, weil man wirklich geschafft hat, diesen Geschmack da reinzukriegen. Aber die hier finde ich vom Geschmack noch besser, weil ich so eine Cereal-Kiddo bin, würde ich sagen. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr denkt, was eure wäre. Das sind beide Sorten, die ich tatsächlich so schon mal auch versucht habe und definitiv auch nochmal bei Chunks irgendwie versuchen möchte. Schreibt mal drunter, was ihr davon haltet. Oder welche Cereals ihr am liebsten im Eis hättet. Auf jeden Fall sehr auf die anderen Sorten auch noch von The Social. Okay, da haben wir noch Double the Dough. Das wird wahrscheinlich alles ein Video. Ich bin so gespannt auch auf diese Sorte. Wir haben quasi einen Schoko-Cookie-Dough in einer Basis, wo normaler Chocolate-Chip-Cookie-Dough, also heller Keks halt drin reingemixt ist. Ich glaube, viel mehr brauche ich über die Sorte gar nicht sagen. Ich werde euch jetzt vielleicht nochmal ein kleines Video dazu einblenden. Ich bin sehr gespannt, die anderen beiden, die ich schon hatte, das war das mit Captain Crunch und Fruity Pebbles und das andere mit Croissant waren super vom Geschmack her. Noch nicht genug Mix-Ins meiner Meinung nach. Bei den Fruity Pebbles schon genug, aber die waren sehr verteilt, aber das war super. Aber das Croissant hatte nicht genug Stückchen, aber war geschmacklich so genial. Ich hoffe hier auf ganz viel Cookie Dough. Und vor allem bin ich auf die Basis gespannt, weil die ja wirklich wie Plätzchenteig schmecken soll. Liebe Grüße an Johanna. $10 hat der Pint gekostet und ich mache jetzt einfach auf. Achso, ich wollte nochmal gucken, was es wiegt. Wie dicht es ungefähr ist, haben wir 480 Milliliter Becher, würde ich sagen, optisch. Und ich schaue jetzt mal, was der Spaß wiegt. 471 Gramm. Krass. Okay. Ja. Würde sagen, das hat es in sich. Schön schwer. Und ich hoffe, es ist bis oben voll diesmal. Und okay, es ist bis oben voll. Es ist nicht verziert. Das finde ich ein bisschen schade. Einfach gerne, wenn oben das so ein bisschen verziert ist. Und ich bin jetzt so gespannt, ob es irgendwie nach Cookie Dough schmeckt oder nach... Ja doch, soll ja richtig nach Keksteig schmecken, diese Basis. Ich hoffe es so sehr. Mhm. Wow. Es schmeckt halt so ein Zuckercrunch. Krass. Ich bin gerade richtig blown away. War auch so was leicht Salziges. Es schmeckt eigentlich, als würde man Keksteig löffeln. Schmeckt gar nicht unbedingt wie Eis. Das hat, glaube ich, richtig in sich, dieses Eis. Oh mein Gott. Was? Und dann schaut euch das mal an. Diese großen Cookie Dough Stückchen. Die sind auch so geschnitten. Sieht fast aus wie Brownies. Ist aber dunkler Cookie Dough, würde ich sagen. Krasse Sache. Ich hoffe, der hat auch so eine Zuckerkonsistenz wie die Basis selbst schon. Aber ganz ehrlich, die Basis der alleine ist schon der absolute Oberhammer. Das ist das geilste Eis, was ich je gegessen habe. Übelst zuckriger brauner Teig mit ganz großen Schokoladenstückchen drin. So Platten. Und alles hat diese mehlig-zuckrige Konsistenz wie Keksteig als auch die Basis. Das hat es richtig in sich. So richtig buttrig. Ich will gerade einfach noch genießen, aber ich sag euch, wenn ihr in New York seid und irgendwie Cookie Dough mögt, ihr müsst dieses Eis essen. Es toppt alles sogar. Normalen Cookie Dough würde ich fast sagen, weil es ist Cookie Dough in Eisform. Und ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall alles voll mit dem Keksteig. Und wir haben auch noch wie so eine Art Strudel oder so. Das ist nur das Braune vom, ich weiß nicht, es schmeckt einfach wie purer Keksteig alles. Plus das braune Cookie Dough Zeug dazu. Ist auch wirklich wie Cookie Dough, so crunchy. Und diese Schokostückchen da drin, mega. Lieben, es taut mir einen Ticken zu schnell an für meinen Geschmack, aber es waren so viele Brownie-Cookie-Dough-Stückchen drin. Wow, und so lecker.